Ja, herzlich willkommen wieder. Hier ist wieder eure Barbara von den Driesch und ich habe euch ein neues Mitglied mitgebracht, die Frau Astrid Kremers. Und das Besondere ist, es ist nicht nur ein neues Mitglied, beziehungsweise neu kann man ja so nicht sagen. Sie ist schon ganz, 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 ganz lang Mitglied. Für euch ist es ein neues Gesicht, ja. Also, und das Besondere ist, das ist das erste Mal, dass das so ist, dass die Frau Kremers auch Mitglied in unserem Service-Team ist. Und zwar für den Bereich Bleaching und kosmetische Faltenunterspritzen. Ja, herzlich willkommen, liebe Astrid Kremers. Ich möchte Sie einladen, hallo, mal kurz Ihr Unternehmen kurz vorzustellen. Das Unternehmen heißt Love Your Smile. Ja, schön, dass ich heute da sein darf. Ja, ich bin Heilpraktikerin Astrid Kremers und ich habe schon 2008 die Love Your Smile Zahnkosmetikschule gegründet. Damals war es exotisch, inzwischen ist Bleaching ganz normal, ja, und betreibe auch mein eigenes Bleaching-Studio. Und seitdem helfe ich Leuten zu einem schöneren, weißeren, strahlenden Lächeln und auch den Kursteilnehmerinnen, ja, sich mit Zahnbleaching haupt- oder nebenberuflich selbstständig zu machen. Ja, wunderbar. Ich traue mich schon gar nicht, mein strahlendstes Lächeln auszupacken, wenn man Ach, dann, das ist toll. wenn wir so eine Fachfrau jetzt hier dabei haben. Wenn es Ja. vom Herzen kommt, dann ist auch sowieso alles super, ne? Ja. Ja, also, ja, die Entwicklung, haben Sie mich noch gefragt. Ja, die Entwicklung vor 2008, das ist ja 15 Jahre her, war wirklich exotisch mit dem Bleaching und überhaupt nicht normal. Die Leute haben mich gefragt, Astrid Bleaching, was ist das denn? Ja, und inzwischen gehört es einfach zum Standard-Beauty-Programm dazu und die Entwicklung kontinuierlich wurde das immer mehr, immer mehr. Ich mache noch nie so viele Bleachings wie jetzt und auch die Schulungen. Ja, da habe ich früher mal hier und da mal einen Teilnehmer gehabt und inzwischen im letzten Kurs waren 14 Bleaching-Kurs-Teilnehmer. Also man sieht, das ist der absolute Aufwärtstrend und ein richtiger Hype im Moment. Ja, Frau Kremer, Sie sitzen ja im süddeutschen Raum in München und wir haben jetzt auch vor, demnächst mit Ihnen auch an den Verbandsschulen, an den Paracelsus-Schulen einen Einführungskurs Bleaching zu machen. Ja, da möchte ich auch alle ganz herzlich einladen. Ich schicke dann an euch alle noch die Einladung raus und die Info. Was hat Sie denn bewogen, eben in diesen Bereich zu gehen, liebe Frau Kremers? Ja, ich fange mal von früher an. Da habe ich Verkäuferin mal gelernt und ja, habe mich da so ein bisschen hochgearbeitet, habe in der Marketingabteilung nachher gearbeitet und bin dann ganz spät auf die Idee gekommen, Marketing zu studieren und war hier in München in der Gastronomie tätig und irgendwie habe ich immer gedacht, nein, meine Herzensangelegenheit, das ist Kosmetik. Ich muss irgendwie was mit Kosmetik zu tun und bin bei Mary Kay reingerutscht und so zur Kosmetik gekommen. Und ja, man kriegt da Kind, auf einmal kann man so eine Führungsposition nicht mehr ausführen und habe bei Mary Kay mal gesehen, die Zähne, das ist der absolute Trend in Amerika. Das ging so. So, das, was wir jetzt erleben, ist so ungefähr 15 Jahre Zeit versetzt. Was in Amerika damals abging, das passiert heute gerade bei uns. Und ja, da ich in die Beauty-Branche rein wollte und ihr Marketing studiert habe, habe ich gedacht, dort musst du rein, wenn du erfolgreich sein möchtest. Ja, und so ist das Ganze entstanden, ja, die Leidenschaft einfach zur Beauty und irgendwas habe ich gesucht und in diesem Bereich gefunden und wirklich meine Erfüllung, es ist inzwischen mein Herzensbusiness geworden. Ja, das ist interessant, was Sie erzählen. Eben diese Trends, die aus Amerika kommen. Wir haben ja viele Trends, die im Beauty- und Wellness-Bereich aus Amerika kommen. Und so habe ich das auch im Wellness-Bereich beobachtet. Also zum Beispiel Wellness, der Wellness-Trainer oder diese ganze Geschichte mit Wellness kommt auch alles aus Amerika. Wellness-Modell von Travis. Und bei uns kam das ja dann wirklich erst 2000 an. Und wenn wir das so beobachten, wie lange das dann auch zeitverzögert, immer so 10, 20 Jahre, bis das dann in Deutschland ankommt, viele Bewegungsmethoden, Pilates oder so, kommt ja auch von dort.
Und das ist wirklich sehr interessant, immer zu beobachten für mich auch, wie so der Trend so rüberschwappt, ja. Ja. In Sachen Zähne ist in Amerika gerade richtig ein Hype um Zahnschmuck. Und da ich jetzt wieder die Erste sein möchte, habe ich jetzt den ersten E-Learning-Zahnschmuck-Workshop fertiggestellt in diesem Bereich. Ich bin wieder sehr früh, ich weiß das schon, aber ich merke auch hier so ein bisschen, es kommt mit dem Zahnschmuck und die machen ganz die verrücktesten Designs. Und schauen wir mal, warten wir noch ein bisschen und dann bin ich wieder die Erste, die es macht. Ja, solche Menschen braucht es, solche Pioniere. Ja, toll. Ja, dann wollte ich Sie noch fragen, was hat Sie denn bewogen, jetzt Mitglied bei uns im Fachverband Wellness, Beauty und Gesundheit zu werden und zu sein? Ja, ich bin ja jetzt wirklich schon viele, viele Jahre bei Ihnen Mitglied und ja, in dem Bereich Zahnbleaching, ja, wo sollte man Mitglied werden? Es gab gar nichts. Es ist Ihre tolle Verbindung, die Sie da haben zwischen Wellness und Gesundheit. Es spielt ja beides beim Bleaching mit rein. Es geht um Schönheit, Wellness und Gesundheit, zum Beispiel auch psychologische Aspekte, wenn man strahlendes Lächeln hat, Selbstbewusstsein, Attraktivität, spielt auch mit in die Gesundheit rein. Und da habe ich sie entdeckt. Ich habe gegoogelt, wo werde ich denn jetzt Mitglied? Ja, damals war ich noch keine Heilpraktikerin. Inzwischen habe ich die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht und bin so auf sie aufmerksam geworden. Außerdem habe ich einen Austausch gesucht zwischen Kolleginnen. Und ich bin, muss ich zugeben, ein großer Fan von Ihrem Newsletter, Frau von den Driesch. Er Ja, hat mir schön. wirklich schon auch sehr weitergeholfen. Der ist für die ganze Branche interessant und ich für mich selber, auch für mein Bleaching-Business, habe ich da schon Tipps wirklich rausgeholt und auch in meinen Kursen verarbeitet. Ja, super, das freut mich sehr. Ja, für mich ist auch, weil der Wellnessverband, der Fachverband Wellness, Beauty und Gesundheit ist ja wirklich noch ein kleiner Verband, weil diese ganzen Berufe außerhalb der Heilkunde. Jetzt haben Sie jetzt auch den Heilpraktiker, aber haben trotzdem so eine Beauty-Schiene jetzt auch gefunden. Ist ja nicht wirklich gesetzlich total durchstrukturiert und da braucht es wirklich ganz wichtig diesen Zusammenschluss von Gleichgesinnten, die dann auch eine bestimmte Stimme haben können. Ja, also dass wir uns mit einer bestimmten Mitgliederzahl haben wir auch eine bestimmte Gewichtung, ja. Und deswegen ist eben so eine Mitgliedschaft in einem Verband auch wichtig. Und was mich immer total freut, ist diese Unterschiedlichkeit von unseren Mitgliedern. Sie haben ja vielleicht auch schon ein paar andere Mitgliederinterviews angeschaut. Und Sie sind ja jetzt die erste wirklich aus dem Beauty-Bereich, ja, und aus dem Zahnkosmetik-Bereich. Und das, weil es wirklich so ein Trend ist, wollten wir das heute eben auch beim WBG vorstellen, ja? Da helfe ich gerne weiter, jederzeit, wenn ihr Fragen habt, immer, immer mailen. Ich mache das seit 15 Jahren. Ich glaube, sämtliche Fragen sind schon mal vorgekommen. Da helfe ich gerne weiter. Genau. Sie finden den Kontakt ja unter Service-Team. Und Sie erhalten dann eben möglichst zeitnah eine Antwort auf Ihre Frage. Ja, was können Sie, liebe Frau Kremers, denn den Gründern für Tipps mitgeben? Wir haben ja alle mal angefangen. Was können Sie denn da unseren neuen Mitgliedern und den jüngeren Menschen, die in dem Bereich starten, mitgeben an Tipps? Als erstes ist eine gute Basisausbildung wirklich wichtig, dass man genau weiß, was man tut. Auch im Zahnbleaching-Bereich, es ist ja ein Hype. Ich sehe Schulungen, da weiß ich nicht, was da passiert. Die Hygiene ist die Katastrophe. Halbwissen wird vermittelt. Und auch die rechtliche Situation im Zahnbleaching ist super wichtig, auch wie das halt in den anderen Bereichen ist. Also, dass man erstmal wirklich da nicht anfängt zu sparen und eine 99-Euro-Schulung irgendwo macht und denkt, man hat es dann drauf, ne? Und dann ist ganz wichtig Durchhaltevermögen, ne? Dass man an seine Sache glaubt, dass es Spaß macht und mit dem Spaß
und dem Glaube an einem selbst, dann kommt auch der Erfolg. Wichtig, ich habe ja Marketing studiert, heutzutage, die Kunden kommen nicht einfach an und finden sie sofort. Der Markt im Wellness, der ist sehr umworben, umkämpft. Und dass sie da auch in Sachen Werbung gut aufgestellt sind, damit sie regelmäßig Kunden haben. Ich werde immer wieder auch von meinen Kursteilnehmern, was halten Sie von Online-Buchungssystemen? Sowas würde ich machen. Da kommen ganz automatisch die Buchungen rein. Also zwei Säulen, einmal oder drei Säulen, Durchhaltevermögen, Kundenakquise und hochwertige Leistungen. Ja, genau, diese hochwertige Leistung ist wirklich was total Wichtiges. Was halten Sie eben von Mundpropaganda? Kommen denn zu Ihnen auch Leute mit Mundpropaganda? Also ich jetzt so im Bewegungsbereich mit Bewegungskursen, da merke ich, dass das wirklich auch ganz ein wichtiger Teil ist bei mir. Aber ich bin natürlich auch nicht in München, ich bin in einem kleineren Ort. Ich bin in Murnau am Staffelsee, das ist ja nur 12.000 Einwohner. Aber wie ist das bei Ihnen mit Mundpropaganda? Ja, Weiterempfehlung, das ist natürlich die Königsklasse, ne? Dass man den Kunden vor Ort schon so überzeugt hat, dass der Kunde so zufrieden ist, dass man die Weiterempfehlung bekommt. Und sehe ich zu, dass wenn ein Kunde hier bei mir vor Ort zum Bleaching war, dass der mich unbedingt weiterempfiehlt. Das ist immer Abschiedssatz. Hier ist noch ein kleines Geschenk, eine Zahnpastaprobe, hier ist mein Flyer. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie mich doch bitte weiter, ne? Und da kommt einiges zurück. Das habe ich dann am allerliebsten. Da weiß man schon, der Kunde ist schon überzeugt, der weiß, dass einem gut ist und hat einen einfachen Einstieg. Genau, das stimmt. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Da muss man nicht erstmal noch viel reingeben, sondern man hat schon so ein bisschen Vorschuss bekommen. Natürlich hält man dann auch sein Niveau, aber das ist auch meine Erfahrung. Ja, Ja. super. Ich setze auch sehr auf Google-Bewertung. Wenn Sie da mal reinschauen, da habe ich in 15 Jahren ziemlich viele, ich weiß nicht, 150, 160 Bewertungen und die Leute schauen dort auch rein und verlassen sich da drauf. Ja, Sie haben ja erzählt, Sie haben das Glück auch, dass Sie eine Tochter haben, die sich ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die sich gut mit Instagram und so weiter auskennt. Wir sind ja jetzt auch eine Generation, wir sind damit nicht aufgewachsen, gell? Die wachsen damit einfach auf. Ich tue mich da persönlich leider noch ein bisschen schwer, also daher habe ich wirklich Nachholbedarf. Aber wenn Sie das, Sie haben da einfach schon gute Erfahrungen gemacht, oder? Ja, man wird sich wundern, es kommen sehr viele Kunden über Instagram. Jetzt bin ich neu bei TikTok, weil meine Tochter mir hilft. Ich bin auch 54, muss man sagen. Ich habe sehr spät angefangen, mich selbstständig zu machen. Das war ja auch der Auslöser, meine Tochter, ne, dass ich noch flexible Arbeitszeiten habe. Und ja, man wundert sich, es läuft wirklich sehr gut mit dem Instagram. Schaut gerne mal rein. Loveyoursmile.bleaching auf Insta, TikTok. Und dort könnt ihr euch auch wirklich schon Tipps holen zum Thema Zahnbleaching. Also ich gebe da wirklich auch schon kostenlose Informationen heraus über Bleachinglampe, wie so ein Ablauf ist, verschiedene Wangenhalter. Ja, man muss die Follower auch irgendwie bei Laune halten, ne? Dass die auch bleiben. Also gibt es Ja. da Tipps auch für weiße Zähne. Was kann ich tun? Wie kann ich eine Zahnpasta selber, eine Whitening-Zahnpasta selber herstellen? Solche Sachen mache ich da. Mit Hilfe meiner Tochter. Ja, ich habe ja jetzt eben, was wir heute machen, geht ja auch jetzt in die Richtung. Also wir haben jetzt seit einem Jahr sind wir auch auf YouTube präsent. Und das merke ich, das ist wirklich auch sehr wichtig. Dann mache ich auch Bewegungsübungen, eben auch hier immer im Paracelsus-Magazin. Ja, genau. Also ohne das kommen wir leider nicht mehr zurecht. Also wir vom Service-Team, die Frau Kremers und ich, wir sind gerne für euch da und freuen uns sehr über eure Fragen. Freuen uns natürlich auch sehr, wenn wir euch persönlich in unseren Kursen mal kennenlernen. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Frau Kremers, für Ihre Zeit heute. Gibt Gerne. es noch irgendwas so zum Schluss noch zu sagen? Ja, mit einem strahlenden Lächeln, das öffnet Herz, Tür und Tor. Keep on smiling und bis bald. Ja, keep on smiling. Tschüss. Tschüss.